Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer Folge von Minecraft Dragons. Und heute mal keine Bauchfolge mehr, sondern wir gehen heute in den Nether wieder ein bisschen exploren, eine Festung suchen, eventuell auch ein bisschen nach Netherite meinen und ja. Ihr seht auch direkt, es hat sich was verändert und zwar sind da drüben nicht mehr die Ehrenplätze, denn jetzt gibt es unten die Zuschauerhalle, wo ihr euren Namen mir in die Kommentare schreiben könnt, euer Minecraft-Namen, und dann werdet ihr hier verewigt. Wie die anderen beiden hier schon. Und ihr habt also auch hier jetzt so. Ich habe die Barrels umgetauscht in Kisten, dass wir mehr Platz haben. Das ist deutlich praktischer. Ich habe die noch nicht sortiert bekommen, weil ich nicht die Zeit dafür hatte. Einmal ein bisschen Holz. Wir haben jetzt drei Folgen hintereinander uns um die Landschaft gekümmert. Wo ich auch echt stolz bin, dass die Fläche schon da ist. Denn da werden wir später unser Völkchen platzieren wahrscheinlich. Beziehungsweise hier auch noch. Aber müssen wir den ganzen Berg noch abtragen. Das werde ich erst machen, wenn wir genügend Efficiency haben, wenn wir auch genügend Goldblöcke für Phase 2 haben und halt auch unsere Schaufel gut upgraded ist. Also das dauert noch eine Weile. Gut, wir wollen in den Nether. Da steht schon mein Nether-Portal. Ich muss mir noch ein Feuerzeug holen, damit wir reinkommen. Okay, wo ist die Faschel? So. Ich habe auch hier drüben noch was abgebaut gehabt. Wir haben auch währenddessen, habe ich mit Jason nochmal losgetrollt. Also unbedingt mal bei Lost in den Streams vorbeischauen, hier sieht man auch mal ein bisschen Action. Denn sie macht aktuell noch die Quests. So, Fackel in die Hand. Weiß gerade nicht mal, wo ich bin. Ah, okay. Da ist mein altes Portal. Was übrigens inzwischen auch nicht mehr existiert, weil ich habe das alles abgebaut mit Obsidian. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Schade. Noch ein paar Emeralds. Was ich weiß, ist hier oben irgendwo eine Festung. Ja, er hat viel gefunden gehabt. So. Das hier ist der Bastion. Ich meine, irgendwo hinten war eine Festung. Oder irgendwo da. Kann auch sein. Strange Biomes. Okay. Quartzfields. Firestorm. Ah, oh, hier ist eine Festung. Nice, wir haben eine Festung. Ah, Hilfe. Terrible Fortress. Ich habe gerade zuweise kein Fire Resistance mit bei. Also, unsere Rüstung ist zwar ein bisschen strong, aber je nachdem. Ich weiß auf jeden Fall schon mal viel in der Festung. Aber wir haben per Player Loot von daher. Das ist eigentlich schon mit egal. Nicht mit. So ist er mit. So. Ein Stuhl. Ist hier noch ein Fass. Wo brauchen wir jetzt nicht? Auch nicht. Dichter Loot. Kommen wir da denn hin? Mal die Strings mitnehmen. Gunpowder kann echt interessant werden. Eventuell Minen oder sowas. Und, wir hatten ja auch letzte Woche im Stream, ich weiß nicht, ob ich einfach mal erzählt hatte, einen Troll bei Fifi aufgebaut gehabt. Fifi war bisher noch nicht online, denn Fifi ist, in zwei Tagen Dienstag online auf Dragons. Und was auch noch geil ist, morgen ist Montag. Morgen kommt noch eine neue Folge von Discord Step by Step. Unbedingt reinschauen. Ich weiß, die Serie macht eher Sinn, wenn mehrere Folgen schon da sind. Aber würde mich unterstützen auf jeden Fall mit den Aufrufen. Denn ich sehe, euch gefällt Dragons.
Die Aufrufe sind nur in die Höhe geschossen des Dragons, also. Naja, weitermachen. Heute, und zwar in einer Stunde um 17 Uhr, bin ich live. Das Video kommt um 16 Uhr. Heute ist eigentlich nicht das Video prinzipiell offiziell geplant. War nur, weil ich Dienstag nichts hochladen konnte. Und viel noch. Ich kann eben dafür brauchen. Falls ich mal mich hier hochbauen sollte. So. Die Bilder bei uns brauchen wir halt, um uns wieder Hardcontainer zu machen. Da 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 2. Man kann deutlich mehr Herzen bringen, als wir aktuell haben. Vivi hat ja schon 30, weil er sich halt die Herzcontainer genommen hat. Es wird aber für ihn zum Verhängnis liegen, bei ihm zum Verhängnis gehen. Dadurch, dass er dann halt deutlich weniger Herzen bekommen kann in Tetra 2 als wir. Also, was heißt weniger Herzen bekommen? Er hat die halt einfach schon. Profi. Hey, was willst du denn hier? So, dann baue ich das mal weiter zu. Damit die hier nicht wegfliegen können. Kann ich noch eine Schicht tiefer abbauen, damit die mehr spawnen. Perfekt. Hier Blaze Frots. Schneller ist übrigens noch. Ja, der ist schneller. Sind wir jetzt drin. Das End ist übrigens noch gesperrt, falls sich das irgendwer fragt. Also wir können auch nicht ins End gehen, das machen wir dann zusammen. Gemeinsam sagt festgelegten Termin. Damit jeder auch was von dem Kampf hat, vom Drachenkampf. Soweit ich weiß, ist der ein bisschen crazier geworden. Das Ende ist generell ein bisschen krasser geworden. Auch gut, dass wir Herzen bekommen, auch wenn mal wenig. Denn die können wir schon später gebrauchen. Damit wir halt uns mehr Herzen herstellen können. Man kann ja hier raus und sich Herzcontainer machen. So. Wird auf, keine Ahnung, 10, 11 Rods gehen. Mit wir notfalls noch welche haben, weil ich weiß nicht, was wir daraus machen können. Pixie Wand. Blaze Arrow? Okay. Ein Obsidian Ofen. Wir haben 10. Ja, gut, vielleicht noch eine Wave. Nummer 10, ja gut, reicht. Ein bisschen Gold, ein Spectral Soup.
Wäre schon geil, einen Wizard zu haben. True, wir müssten eigentlich auch einen Wizard farmen. Wenn wir einen anderen Wizard bauen, den können wir auch für. True, wir können uns einen Dragon Bouncer theoretisch machen. Das werden wir für die brauchen. Die Rezepte sind übrigens nicht mehr aktuell. Also, aktuell sind die noch drin, aber die werden später besser gebufft. Wir bräuchten den halt wirklich, um uns dann generell Sachen herzustellen. Aus Ice and Fire. Ja, für Ice and Fire. Das ist crazy. Ja. Weil ich weiß, kann man hier raus auch Erstcontainer machen. Nee. So. Ich bin hier mit Jason der Einzige, der keine Night Vision Goals hat. Und auch gerne mal daneben Jump, die man gerade gesehen hat. Normalerweise wäre ich tot gewesen, actually. Ich habe einfach richtigen Moment lucky gehittet. Ja, ich wäre echt lucky, muss man sagen. Keine Sorge, mein Trident ist nicht kaputt, also wird kaputt gehen, definitiv wieder schon extra mit bei Backup. Damit ihr euch nicht wundert, wieso ich mir jetzt keine Sorgen darum mache. So, zweiten Wither bauen, perfekt. Dann dritten R. Und zweiten von Ice and Fire. Maybe bekomme ich es auch hin, dass alle Wither Bones, ich weiß nicht wie viele es gibt, ich glaube 3 oder so, dass alle Arten von Wither Bones, okay, vielleicht nicht die, aber doch, dass vielleicht alle zusammenhängend benutzt werden können. Wäre schon geil. So, das Skelette. Ich bräuchte ein paar Köpfe von ihnen. Bauvorhaben machen. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufen will, da bin. Das war ein bisschen bad, aber egal. Easy gesaved. Vielleicht noch eine Blaze Rod und noch ein Herz. Funktioniert alles wunderbar. Muss man mal sagen. Ich bin heute im Stream. Schaltet auch gerne bitte ein. Ich freue mich auch über jede Unterstützung. Werden wir ebenfalls uns um Netherite wahrscheinlich kümmern oder nochmal um mehr Wither Bones bzw. Wither Köpfe versuchen zu bekommen. Denn wir möchten nämlich ein Beacon erreichen für Haste 2, um bei uns halt schneller abbauen zu können. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Spawner. Den stream ich aber jetzt nicht. Wir haben einen eingebauten Spawner. Blaze-Rod, perfekt. Aber jetzt 13 Blaze. Was kann man aus Blaze-Rod machen? Blaze-Lanterns, okay. Hallo, ich suche dich. Danke für den Wither-Born. Großzügige Spende. So, dann Uranium-Rod, okay. Dann Improved Mana Wither das Wand. Das wäre irgendwie auch gut. Ja, Ofen werden wir definitiv upgraden. Sprich, brauchen wir die E, das ist auch gut. Endrods.
Deine gute Netherite Chisel, true. Oh, die suche ich auch. Hallo. Beste Methode, um die zu farmen. Einfach mal ein bisschen nebenbei gucken. Nach Crafting-Rezepten. Das war's schon. Schüssel zu Obsidian Furnace. Und halt ein Briefing Stand, wenn wir uns definitiv machen. Blaze macht 3 Bonus-Damage. Ist besser als mein aktueller. Wirkung. Könnte man in Betracht ziehen. Aber wir werden uns eh noch extrem krassere Bögen machen, weil es gibt hier, wenn ich Bow eingebe, mal richtig viele Bögen. Einmal Expand Combat, einmal More Bows and Arrows. Also die machen hier halt extra Damage. Wenn ich mal hier gucke, gibt es irgendwo einen Netherite Bow, glaube ich. Hier. Plus 6 Bonus Damage. Und die hier. Ah, weiß ich auch nicht, was die machen. Eventuell entferne ich die auch von die Bögen von Expanded Combat noch. Ich finde die recht unnötig. Man die vielleicht auch nur durch Drops oder so bekommt. Mal sehen, mal sehen. Du droppst mir nichts. Wo ist hier ein Magma Cube? Hier sind noch Barrels. Nehmen wir noch ein paar Strings und ein bisschen Kohle mit. Wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Kohle. Hallo. Okay. Die Animation sah überlegt aus, aber egal, ich habe nur neuen. Perfekt, ein weiterer Bus abbauen. Sehr wichtig. So. Ich denke, wir werden uns auch um Looting kümmern. So ein bisschen XP ranholen. Dann uns um Looting kümmern. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Ein Skeletten-Girl. Ein Herz. Let's go. Ja, davon. So. Ja, wäre auch der auf dem. Trident Loyalty zu haben. Oder Riptide, eins von beiden. Und sie bräuchte eigentlich 2 Tridents, einmal Loyalty und einmal Riptide. Wir ein schnelles Movement haben. Shiftlock. Das war das, was ich letztes Mal als Problem hatte. Ich muss mal mein Minecraft neu starten, weil ich dachte, wie das war ein Bug gewesen. Da war Shift Lock. Das ist krass. Das ist geil. Drecksvieh. Drecksvieh. Wasserpfeile im Nether. Geil. Game Changer einfach. Ein Flame Bow. Oh, was Geiles. Ich mach mit. Ich tue mal die teuren Sachen. Obwohl, die werde ich noch gedroppt kriegen. Die ganzen Leather Breaks mal wegpacken. So. Hallo. Welcher mal im Kopf? Haben Sie das? Ui, Sie haben so einen. Das ist natürlich sehr nett. Und gastfreundlich. Muss man echt sagen. Guck, wir haben unseren ersten Wither Skull. Wither Skelett Skull. 2 weitere brauchen wir noch. Kommen Sie, kommen Sie. Schade. Aber weiter Wither bauen. Das ist auch mal was. Also zur Not setzen wir uns einfach nachher im Stream. An und farmen ein bisschen. Okay, ein Wither Skelett Girl. Hat auch ein Wither Bone gedroppt. Perfekt. Double Wither Bone. Und auch erstmal bekommen. Noch eins.
So, wir haben Knochen, Wilderbone, Miniaturherz und Kohle bekommen. Nice. Wird also gute Kohlefarben. Muss man wirklich erwähnen. Noch Wilderbone, perfekt. So. Ich finde immer interessant, was die alle haben gegen. Oh, jetzt kommen die Bodyguards des Girls. Hilfe. Was die immer haben, ja, anderen, beziehungsweise vor allem Lust mit Dunkelheit, keine Night Vision Goggles. Die werden ja im Zeitalter 2 entfernt, weil die nicht dafür gedacht waren, drinnen zu sein, damit man halt einfach die Darkness deaktivieren kann. Der Nether wird aber erhellt, so wie das End. Also die werden nicht dark sein. Der Nether wird dann hell gemacht und End wird erst gar nicht dark sein. Also meinen Testläufen war es dark. Dann habe ich aber mich darum entschieden, dass es wirklich hell wird. Weil im Nether hast du wenigstens Lichtquellen. Im End hast du ja gar keine. Weil im Normalfall ja immer alles irgendwie auf eine Art und Weise schon sichtbar ist. Ist also so erhellt, wie es braucht. Und deswegen dazu gegen entschieden. Ich bin dagegen entschieden. Ich glaube, ich habe das Skelett. Wäre auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Bin falsch gelaufen. Dark. Ja. Ja. Okay, nochmal zwei Wilderbones. Stark. Bald kein Essen mehr. Egal. Und wo da ist mein Portal? Ich muss mal richtig große Fläche bauen mit Wither Roses, oder brauche ich mal auch wieder ein Witherfeuer, um die Dinger zu farmen. Also ich weiß, spawnen hier nur auf Wither Roses Wither Skelette. Halt auch nur im Festungsgebiet. Vielleicht mal gucken. Weitere Blaze Rod. Gibt es denn hier noch irgendwo Skelette, die was wollen? Nö, dann fliege ich nach Hause. Braucht mir jetzt nicht angucken, wo Point hinmachen, weil ich weiß, sehe ja hier, wo die Festung war. Und das ist noch ein Room Portal. Bei Portal ist irgendwo ein bisschen tiefer. Und das sind wir hier. Das ist irgendwo hier. Zwar keine Ahnung, wo genau das war, aber es ist irgendwo hier. Ja, hier ein bisschen weiter drüber, glaube ich. Ich weiß nicht mal, auf welcher Höhe das war. Emeralds nehme ich mit. Diamonds, let's go. Schön, Nether Diamonds. 22 Stück, perfekt. Zwar zu Hause auch schon ein paar Diamonds, aber ich brauche auf jeden Fall noch mehr Diamonds. Ich möchte mir nochmal ein komplett neues Set machen an. Oh, da ist es. Perfekt. Möchte mich nochmal ein komplett neues Set machen an Diamant. Ne, Diamantrüstung, doch Diamantrüstung. Das heißt, ich habe ja nicht mal welches gehabt, glaube ich. Boah, wenn schon echt wenig. Weiß nicht mal, habe ich hier welche? Ja, ich habe hier ein Set. Weil ich möchte noch ein neues Set machen. Daraus mache ich eine Netherite-Rüstung. Und so weiter und so weiter und so fort. Kann ich nicht brutzeln. Ah, Ravenger Meat kann ich putzeln. Mach ich nochmal Ravenger Fleisch.
Wir sind halt prinzipiell einfach mit Leben auch voll. Also wir können nicht mehr Herzen durch Leben durch Essen bekommen. Deswegen. Ich glaube schon mal Quad gehabt, ne, oder? Nicht. So, alles hier rein, an Blöcken. Ich glaube, wir kommen die mit unter, mit den Villa Bones. Das alles ist Loot. Bros Quartz. Ah, wo pack ich das mit hin? Ich glaube, hier auch erstmal. Nether Wards. Pack ich mit zum Essen. Ah, nee, zur Natur. Mal kann mit hier rein, Iron Knights können wir anders hin, Sattel und Dings kommen auch damit rein. Wir können Feuerzeug hier rein, die Sachen kommen in mein Backpack. So. Einmal hochgehen, Revenger Fleisch abholen. So. Dann ist noch irgendwie Kobel und ein bisschen Dirt. In der Kiste, dann gehen wir erstmal und schlafen. So. Und dann würde ich an der Stelle auch sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, lasst ein Abo da und ein Like, um nichts zu verpassen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich in der nächsten Folge machen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer Stunde beim Livestream. Und dann sage ich mal, bis zu euch. Haut rein und ciao. Ladoo!